Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Also, das ist aus dem Brinsa-Rocco-Vorträge Römisch 10 und behandelt die Frage wahre Einsicht und Selbstvertrauen. Und ich nehme nicht unsere Fassung, die wir in unserem Heft stehen haben, sondern die freie Fassung von Morinaga Roshi. Meister Lichi sagte: Die Übenden des Buddha-Dharma müssen zuallererst die wahre Einsicht erlangen, also ihr wahres Selbst erkennen. Wer das wahre Selbst erkennt, den können selbst Geburt und Tod nicht beflecken, denn er hat Ursache und Wirkung überschritten. Solch ein Mensch wandelt sich von Moment zu Moment und tritt frei in das Jetzt ein. Und ohne dass er dem nachjagt, was er liebt, kommt es von selbst zu ihm. Es ist nicht notwendig, nach dem außergewöhnlich Wunderbaren zu suchen. Ihr alle, von alters her hatten die Zen-Vorfahren alle ein Hilfsmittel, um die Menschen aus der Verblendung zu ziehen. Auch ich habe solch ein Hilfsmittel. Was ich den Menschen zeige, ist nichts Besonderes. Es ist nur, sich nicht von anderen täuschen zu lassen. Lasst die Kraft, mit der ihr ursprünglich ausgerüstet seid, unverzüglich wirken. Ihr dürft auf keinen Fall zaudern. Wo liegt der Grund, dass die Übenden, die den Buddha-Dharma erlernen wollen, die Essenz nicht erkennen können? Er liegt darin, dass sie sich nicht vertrauen können. Wenn euer Selbstvertrauen unzulänglich ist, dann sucht ihr nur hastig herum, werdet von verschiedenen günstigen oder auch ungünstigen Umständen umhergetrieben, verliert euch selbst aus den Augen und seid nicht frei. Wenn ihr den Geist, der von Moment zu Moment außerhalb herumsucht, aufgeben könnt, dann seid ihr so, wie ihr seid, Buddha an sich. Wenn ihr Buddha treffen wollt, ihr, die ihr hier vor meinen Augen den Dharma vernehmt, ihr seid es. Trotzdem ist euer Selbstvertrauen unzulänglich und ihr könnt nicht aufhören mit dem Nachforschen. Selbst wenn ihr mit so einer Vorgehensweise etwas erlangen solltet, so ist das Erlangte nur eine Vorstellung, eine gescheite Erklärung. Den Geist des lebendigen Buddha, euer wahres Selbst, könnt ihr damit letztlich nicht erlangen. Ihr alle täuscht euch nicht. Wenn ihr den lebendigen Buddha nicht jetzt in diesem Augenblick antreffen könnt, dann werdet ihr für immer in den drei Reichen, dem Reich der instinktiven Vorlieben, der materiellen Vorlieben und der geistigen Vorlieben, herumirren. Wenn ihr die Welt der Anhänglichkeit an die eigenen Vorlieben wählt und daran festhaltet,
dann werdet ihr als Resultat davon, während ihr die Gestalt eines Menschen besitzt, in den Geisteszustand eines Esels oder einer Kuh eintreten. Ihr alle, nach meiner Erfahrung bin ich und seid ihr nichts anderes als Buddha. Was fehlt euch denn in euren verschiedenen Handlungen? Das subtile Wirken von Auge, Ohr, Nase, Mund, Leib und Bewusstsein stockt nicht einmal für einen einzigen Augenblick. Wenn ihr dies erkennen könnt, so wie es ist, dann seid ihr ein Mensch im Frieden, der zum wahren Selbst zurückgekehrt ist. Wir alle bewegen uns fortwährend in einem Strom des Denkens. Wir denken, ist das richtig, ist das falsch, ist das gut, recht. Wir machen Analysen, gucken uns die Situationen an, die wir verändern wollen oder in denen wir bestehen wollen, wo wir Ziele erreichen wollen, wo wir Ergebnisse erzielen wollen. Diese ganze Welt des Denkens ist ein großes Hindernis auf dem Weg zum eigenen Selbst. Das eigene Selbst verlangt von uns einen mutigen Sprung direkt in den Fluss des Lebens hinein. Der Fluss des Lebens ist mal reißend, mal sanft, mal herausfordernd, mal erholsam. Er bietet alle Qualitäten des großen Lebens. Und in unserer ersten Mutlosigkeit versuchen wir, in den Fluss des Lebens zu steigen, mit einer langen Schnur und einem Rettungsring dran. Und dann gehen wir in die Strömung und lassen uns ein bisschen hin und her treiben und meinen, wir wären dem Fluss des Lebens wirklich näher getreten. Nein. Den Fluss des Lebens, in den einzutreten, das verlangt Loslassen. Loslassen von diesen ganzen Sicherungsüberlegungen und Mechanismen, die unser Leben so prägen. Die materielle Sicherheit, die emotionale Sicherheit. Alle diese konzeptionellen Sicherheiten, all das, was wir so haben, um uns festzuhalten, wenn es mal eng wird. Aber der Fluss des Lebens hält seine eigenen Rettungsinseln bereit. Sie kommen zu uns. Wenn wir in diesen Fluss des Lebens wirklich eingetreten sind, wie gesagt wird, das Vorzügliche kommt auf denjenigen, der in diesen Fluss sich bewegt, von selbst. Es kommt angeschwommen wie eine Rohrinsel oder wie ein Stück Holz. Mit einem Mal haben wir etwas unter uns, auf das wir uns stützen können für eine kurze Weile. Und dann geht es auch schon weiter. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir wirklich das erlebt haben, im Fluss des Lebens zu treiben und uns da zu bewegen, dann sind wir mit dem So-Sein des Lebens so intim verbunden, dass wir es überhaupt gar nicht mehr vermissen wollen. Wir wollen das so sein. Wir wollen ein wirkliches Leben, kein Scheinleben leben. Wir wollen mit der Wirklichkeit, mit dem, was wirkt, wollen wir gehen. Aber nicht die ganze Zeit hier oben drüber nachdenken, was wirkt denn nun? Nee,
Wir lassen es auf uns wirken und wir wirken zurück. Ja, das ist die wichtigste Botschaft, die Lynchy uns mitgibt. Und wir brauchen niemanden, wir brauchen keine Experten und so weiter. Wo immer ich mich umschaue in der Welt, da hat irgendjemand was Schönes gemacht, ja, sagen wir mal, eine wunderbare Form der Meditation mit uns gemacht. 3 Monate später hat sich das schon jemand patentieren lassen als seine Form der Meditation. So wie ein Zen-Lehrer Big Mind, Big Heart, Big Mind, Trademark, ein Wochenendkurs für $5,000, Blitzerleuchtung. Vor solchen Sachen kann ich nur warnen, weil es alles Spinnerei ist. Ja? Rein ins wahre Leben. Hau dir auf die Daumen, ist nicht so schlimm. Passiert halt. Shit happens. Aber Glück happens ebenfalls. Also rein in den Strom und sich darin frei bewegen. Und wenn wir das einmal gekostet haben, wie das ist, sich frei im Strom des Lebens zu bewegen, dann wollen wir es nicht mehr anders. Und dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo Zen und Leben eins geworden sind. Und das wünsche ich uns allen, dass wir da reingehen. Da haben wir jetzt hier eine neue, wunderbare Übungsstätte. Wakoba Zen Kutsel. Also dieser Name, der stammt ja von dem ersten buddhistischen Tempel in China, der im Jahr 68 entstanden ist, aufgrund eines Traums des Kaisers Ming, der Han-Dynastie. Der hatte geträumt, dass er dem Buddha begegnen wird, beziehungsweise der Lehre des Buddha. Und dass diese Lehre des Buddha in Gestalt von Schriftrollen auf dem Rücken weißer Pferde zu ihm kommt. Daraufhin hat er eine Abordnung losgeschickt, und zwar eine Abordnung von 2 Mönchen. Und die sind Richtung Indien unterwegs gewesen. Und in Afghanistan sind sie endlich getroffen auf Mönche, die die Buddha-Lehre in Schriftform und Schriftrollenformat hatten. Und diese beiden Mönche haben dann diese Mönche in Afghanistan überredet, mit ihnen zurückzukehren und mit ihren ganzen Reliquien, Schriftrollen und ihren ganzen buddhistischen Accessoires. Da haben die 2 Pferde beladen und dann sind sie mit dieser Ladung zurückgekommen zu dem chinesischen Kaiser. Und er war hoch erfreut. Und die beiden Mönche kriegten eine Heimstatt, nämlich den Weißpferd-Tempel, der übrigens 100 Gemächer, könnte man sagen, 100 Räume hat. Und in diesen Räumlichkeiten fand von da an eine unglaublich intensive Übersetzung der buddhistischen Schriften aus dem Sanskrit ins Chinesische statt. Also das war ein Think Tank, heißen die Dinger heute. Ja, also man könnte auch sagen, es war irgendwie so eine Art Universität, ja, die da auf diese Weise entstanden ist. Und die haben dazu beigetragen, dass von diesem Weißpferd-Tempel aus sich der Buddhismus in China verbreitet hat. In rasendem Lauf. Und dann so um 520 kam ja Bodhidharma auch nochmal aus Indien. Und mit ihm hat sich dann vor allem das Zen verbreitet in China. Also dieser Weißpferd-Tempel ist eine richtig wichtige
Ursprungsquelle. Und die gibt es immer noch. Das Ding ist nicht verbrannt worden und kaputt. Katharina und ich, wir waren da mit den Roshi. Und wir wurden da empfangen und haben uns das angeschaut. Und wir waren total angetan von diesem Tempel. Und wir hatten in Begleitung noch eine polnische Schülerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Aber der Roshi hatte ja schon den Dharma übermittelt. Und diese Frau wollte unbedingt, dass der Roshi ihr einen Tempelnamen für Polen gibt. Und zwar einen ganz eindeutigen. Wakobaji. Der sollte bei ihr sein, da wo sie saß. Das hat er aber nicht gemacht. Niemand durfte Wakobaji einfach in seiner kleinen Kemenate zu Hause etablieren. Aber wir hier, wir können hier Wakoba Senkutsu, das geht. Eine Zen-Übungshalle, eine Zen-Höhle, das können wir machen. Und das hat ja hier auch mal was mit Landwirtschaft und Pferden zu tun gehabt. Also ist das ein wunderbarer Ort, um diesen Namen schon mal anzubringen und die wunderbare Tradition hier zu verlebendigen. Wir wissen ja, dass es manchmal nur einiger Menschen bedarf, um den Startschuss abzugeben. Denken wir an Bodhidharma. Er hatte 4 Schüler. Zu Lebzeiten war fast unbekannt in China. Er hauste in einem Tempel für Menschen mit Migrationshintergrund. Wurde nicht in den normalen Tempelbereich aufgenommen. Ja? Und von da, von seinem Tempel mit Migrationshintergrund, hat er sich entschlossen, er setzt sich gegen die Felswand und er sagt überhaupt nichts. 9 Jahre lang, nur sitzen. Ja, das hat die Menschen nachdenklich gemacht. Wieso sitzt der Alte da immer noch? Ja, ja, man kommt vorbei, Spaziergang, wer sitzt da rum? Bodhidharma. Was macht er? Starrt gegen die Felswand. Was hat es mit dem Mann auf sich? Ja. Eka hat ihn befragt und er hatte insgesamt 4 Schüler. Und diese 4 Schüler haben dann die Zen-Lehre weitergetragen. Und ihr könnt sehen, dass, was das für eine langfristige Wirkung hat. Heute ist Bodhidharma der Lehrer von Tausenden von Kung-Fu-Schülern, weil er nämlich auch die Kampfkünste mitgebracht hatte aus Indien. Und wenn du irgendwo in Japan irgendwelche Souvenirs suchst, dann findest du überall Anhänger mit Bodhidharma und kleine Bodhidharma-Figuren und so. Bodhidharma ist eine feste Geistesgröße in Japan beispielsweise. Also, er hatte Millionen Nachfahren. Millionen. Allerdings hat es auch 1500 Jahre gedauert. Also, wir wissen gar nicht, was diese Knospe hier alles nochmal für Blüten treiben wird. Aber sie ist jetzt da. Und jetzt will sie bewässert werden. Und jetzt können wir dazu beitragen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.